Ja. Ja. Okay, Gaudi Unlimited, TNM Vorrunde. Und jeder sieht sofort, die Spastis haben verloren, Junge. Zu dem einen sag ich nix, der ist mir zu Wayne. Der andere wirkt, als würde er Reka cosplayen. Nach Schromme Schlachtschiff dachte ich, dass es nicht mehr schlimmer wird. Und dann kam Gaudi Unlimited, Runde 1, und alle schauen schon gespannt. 180 Sachen direkt gegen ne Wand. Vorrunde so chillig, und ihr macht voll auf Triad. Das ist ein Meth Addict 3 Plus, und dein Würfel kann ich feiern. Falls ich nochmal 16 Jahre alt und Klicks auf YouTube geiern würde. Hütten Gaudi Bitches, ich dreht euch die Scheiße ein. Shining Style, mach euch zum doppelten Pflegefall. Perazo ohne Shampoo, dann kriegt ihr keine Bitches ab. Aber vielleicht ein Job beim Amt, yo. Jetzt wo kommt zum Battle mit Swag Level Philipp Amthor. Ihr seid scheiße langweilig, nicht mal Rap Stanley hätte Angst vor. Und wenn ich frag, seid ihr behindert, dann erwarte ich keine Antwort. Dann erwarte ich keine Antwort. Sketch, nenn mich Rumpelstilzchen, Denkerplan, wie ich heiß. Ich nenn dich Hurensohn, obwohl ich weiß, wie du heißt. Und ihr seid nach dieser Runde geflogen. Denn seit Corona ist doch Gaudi verboten. Der Staat hat euch schon weggeklatscht. Denn das Oktoberfest, das findet nicht statt. Und euer Name ist schon kacke, ich meine. Machen wir uns nichts vor, Bayern ist scheiße. Doch eigentlich finde ich, dass die Scheiße schon passt. Denn ich battle nicht, ich hab hier einfach nur Spaß. Battle gegen Scampi sieht nicht gut für euch aus. Mit 180 Sachen aus dem TNM raus. Hallo, ich weiß zwar nicht,